Ja, so, in diesem Video soll es nun darum gehen, ein neues Projekt anzulegen und dann anschließend einen geeigneten Controller auszuwählen, für den wir dann die Software schreiben können. Das machen wir am besten direkt in der KAL-Software. Ich rufe sie mal auf. Ich habe schon alle Projekte, die ich offen hatte, geschlossen. Also wenn du das bei deinem noch nicht gemacht hast, dann gehst du einfach auf Projekt und dann hier Close Project. Und dann werden alle Projekte geschlossen, die offen sind. Und dann können wir ein neues Projekt anlegen. Das machen wir dann hier oben direkt mit dem ersten Menüpunkt New Vision Project. Und dann wird erst einmal gefragt, wie denn der Dateiname sein soll. Ich nehme mal einen neuen Ordner dazu und nenne das Projekt. Ordner und nenne dann mein Projekt neues Projekt. Das kannst du natürlich wählen, wie du möchtest. Einmal speichern und dann fragt er, für welches Device, also für welchen Mikrocontroller möchte ich denn jetzt meine Software erstellen lassen. Das kann ich anschließend innerhalb der Projektdatei auch noch ändern, aber hier kann ich schon eine Auswahl wählen. Das heißt, ich kann mir angucken, okay, welche Hersteller sind denn hier schon vorgesehen und sehe hier eine ganze Reihe Hersteller. Philips, ne, noch der alte Philips hier unten. Dann sieht man hier Infineon, Hynix. Also man sieht hier sehr viele bekannte Namen und auch einige unbekannte Namen. Hier interessant ist auch Atmel. Kennst du vielleicht von den AVR-Mikrocontrollern? Atmel stellt aber auch eine ganze Reihe 8051-Mikrocontroller her. Ne, wenn man hier mal reingeht in diese Mikrocontroller, dann sieht man, dass diese Mikrocontroller unterschiedliche Features haben, also noch zusätzliche Merkmale zum Standard 8051-Mikrocontroller. Da gibt es halt Mikrocontroller im High-End-Bereich, aber auch relativ einfache Mikrocontroller. Und die gibt es halt dann eben von verschiedenen Herstellern. Wir werden in diesem Teil 2 einen Mikrocontroller verwenden, der relativ einfach aufgebaut ist, damit wir wie sagen wir mal, von den zusätzlichen Features, die solche komplizierten Mikrocontroller mitbringen, nicht weiter verwirrt werden, sondern wir werden uns zunächst einmal um die einfachen Strukturen des 8051 Mikrocontrollers, damit werden wir uns beschäftigen. Ich wähle mal so einen Mikrocontroller aus von der Firma Infineon, eine ehemals Siemens Firma, und das ist der C5151R. Hier sieht man, was dieser Mikrocontroller so an Features hat. Man sieht auch, oder wir werden es gleich sehen, dass es von diesem 515 unterschiedliche Typen gibt in der Herstellung. Zum Beispiel gibt es auch ein SAB 80 C515, der sich kaum unterscheidet von dem C515. Letztendlich in der Technologie unterscheiden die sich. Dann gibt es neben dem 515 auch noch eine verwandte Version, den C535. Dieser C515, der hat 8 Kilobyte ROM. Da kann man letztendlich direkt sein Programm einbrennen lassen. Und bei dem C535, der ist eben ROM-los. Dort würde man zusätzliches RAM noch auf die Platine bringen und dort sein Programm dann hineinladen. Diese SAB-Versionen unterscheiden sich von den einfachen 515 in der Technologie letztendlich, von den Möglichkeiten her sind sie aber identisch. Gut, aber das sind eigentlich Feinheiten, auf die wir uns hier gar nicht beziehen, also mit denen wir uns hier gar nicht beschäftigen müssen. Wir wählen also diesen Controller C5151R. Sagen okay, werden wir gefragt, ob er noch einen speziellen Startup-Code hinzufügen soll. Nein, das möchten wir nicht.
Wir möchten unseren kompletten Code selbst schreiben, damit wir genau wissen, was da passiert. Und dann haben wir schon dieses leere Projektfenster. Jetzt brauchen wir noch eine C-Datei. File New, und da schreiben wir mal unsere erste C-Datei rein. Void main void, Klammer auf, so hinten die Klammer wieder zu, und dazwischen schreiben wir noch unsere Endlosschleife while 1. Es soll nichts gemacht werden, also letztendlich das kleinste Programm, was man letztendlich schreiben kann. Was auffällt zu dem zum Teil 1 ist, dass hier keine farbliche Kennzeichnung gegeben ist. Das liegt daran, weil diese Datei noch nicht als Quelldatei erkannt ist. Das heißt, wir müssen die erstmal speichern. Das machen wir erstmal. Ich nenne das wieder ins Projekt, dann nenne ich die auch neues Projekt.c, neues Projekt.c, speichert die Datei ab. Und dann sieht man auch, dass er hier die farbliche Kennung macht. Also er macht jetzt die 1 hier in einer anderen Farbe als den restlichen Text. So, er kennt also, dass das jetzt eine Source-Datei ist. Was er aber noch nicht kennt, ich öffne hier das mal, er hat diese Datei noch nicht meinem Projekt zugeordnet. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil wenn wir jetzt kompilieren, ich mache das mal, dann findet er überhaupt nichts. Das heißt, wir müssen erstmal hingehen und müssen sagen, er soll diese Datei zur Gruppe hinzufügen. So, das ist diese Datei, die wir gerade geschrieben haben. Ich sage hier Add. Und dann kommt eine merkwürdige Eigenschaft von Kyle, dass dieses Fenster nicht geschlossen wird, wovon man normalerweise ausgehen würde. Das heißt, er hat die Datei zwar hinzugefügt, aber er schließt das Fenster nicht. Das heißt, das müssen wir manuell machen. Gucken nochmal nach. Und er hat diese C-Datei tatsächlich jetzt dieser Gruppe hinzugefügt. Und wenn wir jetzt kompilieren, er linkt und sagt dann, okay, er hat ein Programm erstellt. Gut, wir haben also schon unser erstes Projekt angelegt, wir haben den Controller ausgewählt, und in der nächsten Folge geht es dann darum, die Ports anzusprechen.